Hallo Lukas. Hallo Smith. Lukas, hast du schon mit Lukas gesprochen? Nee. Aber wir wissen ja auch noch gar nicht, ob das notwendig ist. Warum? Über was? Über BS2. Ach so. Ja, mal gucken, ne? Okay. Lass erst mal gucken, wer ein A und wer B ist, ne? Eben. Ich sehe mich da in einer ganz starken Richtung. Richtung B. Hey, gewinnst hier Konstrukteursmeister, ach, Teammeisterschaft? Ja, komm, das liegt auch voll an mir, ne? Gewinnt er nicht. Wir gewinnen aber nicht. Lars, wir gewinnen aber nicht, das ist ja das Ding. Ich weiß. Boah, das muss doch ein bisschen abfärben. Das geht doch nicht. Ich streiche nur die Lorbeeren ein. Ich habe die ganze Zeit den Netzwerkfehler aufploppen von anderen Spielern. Ich bin eben den Ferrari ja hier gefahren. Ich kann den Aston gar nicht mehr hier fahren. Das ist völlig was anderes. Wer hat denn das 50-Meter-Schild letzte Kurve weggehämmert? Da ist so eine weiße Linie auf dem Boden, da kannst du ja auch orientieren. Schlägt den Zustand wieder schnell. Ja. Mal gucken, wie lange. Na, ja, das war auch schon entspannt. Der lässt mich ruhig, obwohl ich auf der Inlet bin. Ich muss reifen schon. Kann nicht pushen. Aber stimmt, die Linie auf dem Boden da vor der letzten Kurve, die sieht man sehr spät. Also kannst du auf Vorsicht kommen, zu früh eigentlich. Ist sie denn genau beim 50-Meter-Schild? Glaub wohl, ja. Ja, okay, dann ist der Bremsstrich für mich immer scheiße. Weil ich muss früher bremsen. Das war doch nur so ein kleiner Pin an der Seite, ne? Mehr ist das nicht. Da hast du aber bei fast allen Bremspunkten hier auf der Strecke. Den kleinen Strich, wie soll ich den sehen? Er ist halt da. Und der geht auch nicht weg. Lukas? Ja? Obi räumt gerade in der NHL-Gruppe auf. Jan ist schon mal rausgeflogen. Mamba kam nur rein stark, Leute. Richtig stark. Und Obi schmeißt gerade Leute raus. Ja, das Problem ist halt, er schmeißt jetzt nur Leon und Dings raus. Ja. Leon und Jan. Aber ich weiß ja nicht, ob was von Mini auch schon kam davor. Nee, von Mini kam nichts. Also es war nur Jan und Leon, ja? Ja, ich bin ja noch in der Gruppe. Ich guck gerade. Das fing an mit von Jan irgendwie Suizidadapter. Von Leon. Dann Jan, dann kam von Leon, tu uns allen Gefallen, häng dich auf. Philipp kam dann kritisch hin. Ja. Oh. Und dann Integration und sowas. Also. Yellow Flag, exact. Hammerhart hier. Geht gar nicht.
Und Jan und Leon wurden auch gerade aus der Community-Gruppe gelöscht, also aus allen wahrscheinlich. Okay. Ja, da ist Obi ziemlich rigoros bei sowas. Ist auch richtig so. Ist auch vollkommen absolut richtig bei dem, was da abgeht. Absolut. Wie schlimmer, Lukas, ist einer von unseren Teamjungs. Das geht's ja wohl gar nicht, wa? Welcher Pupsner Pilot oder was? Ja, sicher. Was hat der geschrieben? Hinter dir ist los. Ja, ab Ticket schreiben, Lars. Gegen Obis Autorität. Nee, sicher nicht. Nicht bei sowas. Nein, also da ist eine Grenze überschritten worden und da stehe ich auch vollkommen zu, dass das richtig ist. Nur so aus Neugier, wer ist Ziel von dem Ganzen? Rechtsradikale Sticker, die in der NHL-Gruppe geschickt wurden. Da hast du zum Beispiel, jetzt nur mal als Beispiel, einen ausländischen Mitbürger in einem schwarzen T-Shirt mit weißem Hintergrund und einem schwarzen Symbol, einem roten T-Shirt, weißer Hintergrund, Symbol in der Mitte, kannst du dir denken. Und dann Integration erfolgreich. Ja. Ja, super. Und danach ein österreichischer ehemaliger, was weiß ich was, Vollidiot. Kunstmaler. Kunstmaler. Ja, ein Baramaler. Hätte er gerne, werden wollen. Hat er studiert? Nee, hat er nicht. Versucht. Er ist ja in Wien nicht angenommen worden, weil er zu schlecht war. Ja, dann ist er woanders hingegangen. Dann ist er nach Deutschland gegangen. Er hat das mal gelernt, so irgendwie. Ja, als Straßenbauer gerne natürlich wollte. Ja, ja. Aber das ist ja auch jetzt nicht das Entscheidende. Tatsächlich. Nein, aber um solche Sticker ging da vorhin rum. Und die hat halt einer aus der NHL-Gruppe direkt an Obi geschickt und Obi hat die in die Reiseleitergruppe geschickt. Ja. Und der BND fickt euch jetzt alle. Haha. Und das Schlimme ist, einer von den beiden betreffenden Personen ist angehender Polizist. Ja. Und zwar genau der, der ich denke. Und die Polizei müsste nur mal sein Handy durchleuchten und der ist da so schnell raus. Ja. Nicht mehr raus, er hat noch Anzeige. Ja. Ja. Vollkommen richtig. Ganz ehrlich. Ah, Volksverhetzung wird gut bestraft. Leider ist das aber mittlerweile auch anscheinend zum guten Ton der Polizei. Kavaliersdelikt quasi. Yep, weil wir es strafversetzt verwarten. Das ist genauso gut wie die Versetzung von einem Priester, der sich an einem Jungen vergreift, ne? Ja. Da versteht, da fehlt mir echt ein sämtliches Verständnis dafür. Für Priester, ja, bei mir auch. Da hört bei mir sämtliches auf. Das sah ja fast schick aus, Grello. Ja, ich übe noch. Aber krass, wie nah die Zeiten sind, ne? Bei dem Update. Sag mal, du hast 1 bis 10 innerhalb von 1,5 Sekunden. Was hattest du sonst zwischen Platz 1 und 5? Kannst du auch die Einstellungen schon mal einstellen auf dem Server? Also quasi die 5 Minuten Training? Greenlight, go, go, go!
Und dann brauchst du einfach kurz auf Speichern drücken, aber halt danach erst restarten. Beziehungsweise eigentlich müsste der sich automatisch mit der neuen Einstellung restarten. Eigentlich. Eigentlich. Aber ich würde es trotzdem manuell machen an der Stelle. Ja, jetzt mach ich erstmal nicht. Jetzt mach ich erstmal nur 15 Minuten Zeit für Quali hier. Na doch, mach's mal jetzt. Ich fahre dann ne? Lukas, du fährst jetzt eben raus und portest dich dann in die Box, um den Server umzustellen. Richtig. Leck mich. Und im Rennen machst du das auch bitte und fährst danach wieder raus. Ich bin so ein Spaß hier. Zeit. Ich hab gehört, das lässt sich ganz gut machen. Ich denke mal, Julian kann da mehr von. Ja, Julian kann da vom berichten. Was denn? Wie das ist, um Quali zu porten und wieder rauszufahren. Beweise sind am Twitch-Kanal voran. Lasst euch bitte nach vorne weg Platz. Also ungefähr 4-5 Sekunden zum anderen Fahrzeug. Dann stellt ihr euch auf keinen Fall im Weg. Da kommt ein Torholz. Spirit, gehen wir dann die private Party zum Rennen? Ja, ich möchte meine Ruhe haben. Und auch mal was sagen können, ohne drüber nachzudenken, wer alles mithört. Mhm. Bei mir hört keiner mit. Ah, sorry, ich bin jetzt nur die In-Lab gefahren. Ich fahr gleich nochmal in die Box und port mich kurz in meine Box rein. Dream noch starten. Ich will jetzt hier nicht auf Hotlap gehen und irgendjemanden gefährden, während ich kein Stream mehr. Vorbildlich. Da steht nur 96. Warum steht die 96 da? Weil ich aus der Party rausgehen möchte. Und sofort wieder fahren. Tschö, viel Spaß an alle. Tschö. Machst du dann gleich, wenn du in der Box bist, eine Party auf? Ja, mach ich. Das Stream starten ist wichtig. Nö. Aber diesmal nur wir zwei. Zur Not kann Lukas noch mitkommen, wenn er möchte. Wenn er zuhören würde. Ich will er ja auch bei uns bleiben. Ja. Ich mach schnell auf. Jo. Ich fahr nur in die Runde und dann fahr ich in den Boss, dann komm ich. Ja, chillig, Hengst, ich bin hier nicht schneller. Ich hab falsche Reifensatz drauf. Viel Glück.
Totale Zeit, jawohl. Sorry. Ich wusste auch nicht mehr wohin. Ich habe gedacht, bleib ich, versuche jetzt auszubleiben. Du bremst genau vor mir, auf der Ideallinie. Sorry. Alles gut, ich muss sowieso in die Box. Vorsicht, komm dazwischen. Ach, das hat gar nicht hier. Nee. Junge, Lukas ist verrückt. Warum? Also die der Frage allein gut. Ist, ich komme mit meinem alten Plan gar nicht mehr. Ich war 30 Minuten lang, als war normale Zeit. Also da kriegt ja eigentlich auch die ganze Zeit die Meldung, dass man mit zwei Leuten nicht reden kann. Nö. Ich krieg ja alle 3 Minuten eine Meldung. Vielleicht gleich noch mal raus und noch mal reinkommen. Alter, mein Auto hüpft aber auch hier rum, ey. Wieso hüpft das? Ja, keine Ahnung, das, wenn das einmal anfängt zu schaukeln hier. Wir sind ja keine Buckel auf der Straße. Hast nein! Hast du das Einzelne da drauf? Von 1.8? Kein einziger Hobel ist hier.
gleich bei dem 1.8er Set, aber das ist aber ja, weil die halt viel zu hart sind. Ich hab die Reifen auf jeden Fall tot gefahren, Alter. Vorhin nicht richtig lesen können. Pflicht Boxenstopp und
Ich krieg hier, ich brauche mindestens 8 Runden, bis meine Reifen funktionieren. Echt? Meine sind 8 Runden tot. Meine waren auch jetzt bis zum Ende am besten. Also ich hab mir glaube ich für 5 Minuten Restzeit einen neue Reifen geholt und die waren am Ende wirklich komplett platt. Aber die haben ich auch gejagt, wieso? Ich krieg hier nicht zum Laufen die Reifen. Nicht schlecht ist der Porsche, dann ist alles gut. Ach, Grillo. Ich bin auch der Einzige, der mit dem alten fährt, ne? Nein. Patrick auch. Weil er hat auch keinen Fahrzeugwechsel mehr gehabt. Ich hätte besser den ganz alten genommen. Hast du schon ein Setup für den Porsche, ein gutes? Yo. Das muss ich mir mal schicken. Yo. Willst du Endurance oder Sprint? Ah, Sprint, Endurance brauchen wir nicht. So, dann fahren wir. Ist das gut. Ey, du warst doch auch mit dabei, oder? Nee, nein, Grillo war gestern nicht da. Gestern warst du nicht da. Grillo war gestern nicht da. Ich hab dir ein E-Sports oder ein Safe Setup. Oder ein Basis. Aber E für E-Sport steht jetzt für Endurance, S für Safe steht jetzt für Sprint. Das war so geil, weil Julian hat wirklich, da ist das so fest ausgegangen. Ja, alles gut. Das wird ja nie wieder mehr vergessen. Also das Quali ging auf Technikmücke heute. Echt? Ja, das Setup ist geisteskrank für den 488. Ach so. Ah, Mücke, ich hab dir irgendwie ein oder zwei Hundertste geklaut, ne? Das kann sein. Ist geil, ne? Hä? Du, ich bin weder, also gut, mit Aki bin ich jetzt noch nicht so viel Formel 1 gefahren, aber ich bin, egal welches Rennspiel, ich bin kein Quali-Fahrer. Ich weiß es und nicht. Wenn, und wer sich in der F1 mit TT brüstet, ist übelst lost. Mit was? Mit TT, also Zeitfahren, ja, ging doch gerade um Zeitfahren, ne? Das nutze ich nur, um Bremspunkte zu lernen oder meine Einlenkpunkte. Ja, das ist der größte Schwachsinn. Da lernst du auch nichts, weil das Auto verhält sich ganz anders. Ja, nee, ich nutze es nur für Brems- oder Einlenkpunkte, dann nutze ich TT. Alles gut, aber wenn ich hier wirklich mein Speed, dann gehe ich hier hin und mache hier 110er KI und mache mir ein Grand Prix auf und so. Da lerne ich dann zu fahren. Aber du hast die falsche Farbe, Mücke. Wobei ich mit TK ohne TK noch nicht so klar komme, tatsächlich im neuen. Ja, ich muss sagen, Traktionskontrolle. Ich war erstaunt, wie schnell ich auf einmal in Monaco bin und das war im letzten Spiel gar nicht meine Strecke. Nein, ich bin bisher nur bei reingefahren. Aber. Ja, Monaco lag im letzten Jahr auch, glaube ich, sogar gewonnen in der F2 und in der Sonntags. Ich bin Open Lobby ich bin aktuell noch Bronze Level, ich bin mit Silber und Gold gefahren. Und war es war 25% Rennen, ich war nach 4 Runden an der ersten Überrundung dran. Und hab mir nur gedacht, so, was ist bei denen verkehrt? Okay, aber in Monaco ist so eine Strecke, entweder du kannst sie oder du kannst sie nicht. Nee, das war in Brasilien. Ach so. Ich hab gedacht, ich fall vom Glauben ab. Da war, also, weiß nicht. Das ist. Brasilien lag mir zum Beispiel in F1 21 richtig gut, dieses Jahr gar nicht. Oder was heißt gar nicht? Ja, aber nicht so gut wie in F1 21. Ich muss sagen, wie gesagt, sucht es nicht so wie das 220er im Moment, weil mir Assetto gerade im Moment viel, viel besser gefällt.
ich krieg auch, also ich habe da auch schon, habe ich hier Invites gekriegt, gell, guck ich drauf. Kennst du Nicolas Longuet? Ja, oder Jano Oppmeer, die habe ich ja alle hier im Discord drin, ne? Da kriege ich Invites, dann schreibe ich. Sorry, Digga, kein Bock grad, gell. Aber die sind jetzt im Moment in diesem Hype drin und spielen kein Ascent mehr, die Wichser. Ja, weil die halt die Verträge haben, ne? Die müssen halt fahren, ja. fahren. Und mein Highlight war Silverstone letztes Jahr gegen Nicolas Longuet nur 3,6 Sekunden hinten dran nach 25%. Da war ich richtig stolz drauf. Ja, der hat auch Teamwechsel. Der fährt jetzt über Haas statt Alpha? Der fährt über Team. Ja, aber der ist ja letztes Jahr Alpha gefahren. Bei Ferrari. Der ist jetzt aber Ferrari. Ach stimmt, Brandon und so haben wir aufgehört, ne? Da fährt er, stimmt. Da fährt jetzt Nicolas und Bari. Bari ist ja von McLaren rübergegangen. Ja. Habt ihr gemerkt, dass man nicht mehr 20 Jahre braucht, um aus dem Dings rauszuladen? Aus dem Setup? Ich hab das auch schon. Ich vorhin auch, ja. Ich hab fast Panik gehabt, dass ich nicht rechtzeitig rauskomme. Also bei mir hat das nicht mal eine Sekunde gedauert. Irgendeiner hat's auch wieder verkackt. Stimmt, denk ja. dran, hier ja, jetzt das Schlangenlinie ja. Scheißdreck zu machen, gell? Warum Sie sagst du das? Reifen. Was? Weil ich ein Fairplay-Mensch bin, ich heiße eine dreckiger Mücke. Oder Magin ist doch. Den gibt's nicht mehr. Aha. Dreckigen Dan gibt's doch nicht mehr. Ja. Also Magin ist der. Ah, heißt jetzt Divebomb Dan, oder? Der Kumpelblase, Spektakblase. Nein, der wurde rausgeschmissen. Also. Gibt's nicht mehr. Boah, aber wie kriegt man denn jetzt die Reifen warm, wenn du nicht... Gar nicht. Warmbremse. Ja. Ja, aber zu doll darfst du auch nicht bremsen. Da hast du ein Bremsblenden irgendwann. Nein. Auf gar nicht. Ja. Dann geh hin, Formation Lab, und mach ABS auf. Keine Ahnung, Max. Ich hab vergessen, es wieder hochzustellen. Oder runterzustellen. Da bin ich zu verpeilt für. Egal, dann fährst du halt. Hallo, was sagst du eigentlich zu der Lichttube? Vom 9. Die ist schon geil, ne? Die neue Lichttube ist geil vom 9. Die vom 9 und 2, ja. Ich krieg die gerade auch reingedrückt. Aber du hast halt die falsche Farbe auf dem Porsche. Wo sei ich chillig hängst? Wesen ein Stück weg. Aber warum ist denn Zany auf 3? Was soll das denn? Ja, Zany war irgendwie. Wir können über die chillig Farbe schräg vor mir. Wir können über die Farbe reden, wenn der Teamname nicht bei Honey Badger bleibt, sondern was haben wir gerade? Honey Badger? Porsche Boys. Porsche Boys, genau. Honey Badger? Seit wann heißt ein Team Honey Badger? Ich bin schon immer Team Honey Badger. Nein, Honey Badger ist dein Teamkollege. Meiner? Euer Team heißt ganz anders. Es gibt kein Team, was Honey Badger heißt. Doch, Mann. Nein! Ab nächstes Oder meinst du das jetzt vom Ding, vom Endurance? Nein, hier! In Endurance gab es keine Teams. Team. Nein, ich fahre noch andere Endurance. Ach so, das. Ja, aber Honey Badger meinst du doch hier, oder nicht? Hier heißt mein Auto, also mein Teamname von dem Auto, was ich fahre, Honey Badger. Ich wurde nie nach einem Teamnamen gefragt. Ja, aber dein Teampartner Honey Badger war. Ja, ihr habt einen Teamnamen. Wer ist denn jetzt dein Teamkollege? Ich hab keinen, ich bin doch erst vor ein paar Rennen reingekommen. Du hast aber trotzdem. Ach nee, du bist doch Ersatzfahrer. Ja. Dann hast du gar kein Team. Alter, wenn du dir ein eigenes Auto erstellst, musst du deinen Teamnamen hinzufügen. Ah, ja, aber doch nicht in der Rookie Racing League hast du kein Team. Das Problem war, wir haben aneinander vorbeigeredet, weil es einen Fahrer gab, der Honey Badger hieß. Ach so, nein. Lukas, war das bei dir in Belgien mit Chilihengst oder mit Cupra? Mit Chilihengst. Ah, okay. Deswegen war er wahrscheinlich auch so angepisst. Ach, der ist hinter mir. Oh. Also ich hab gar keine Temperaturreifen. Jo, ne. Ich hab so, blau. Ich hab so geht's so. Dunkelblau hab ich vorne. Ich hab nur Hinterachse, so hab ich scheiße. Ich hab ein Audi vorne, den kann ich abräumen. Go, ich fahr Strafe. Alles ich dachte ich, weil ich zu schnell war. Ich war im falschen Gang. Und ich war im falschen Gang. Oh, 4 Whites, 4 Whites. Julian, ich bin noch neben dir. Oh, links ist Katastrophe. Oh, Chilling ist vor mir.
Jetzt wird's gefährlich. Alter! Oh, wer ist das denn alles vor mir? Chillig hängt halt so sandy gedived gerade. Boah, Leute. Kasse. Oh, oh, es ist kalt! Was war das denn? Das war fast die Berührung zwischen mir und Julian. Also erste Runde war ja schon mal richtig übel. Oh. Ja, ich habe meinen Start so verkackt. Ich war einfach komplett im falschen Gang. Hat von euch einer gesehen, wer mich gespinnt hat? Das war... Nee, das war nicht Grello. Nee, Grello ist gerade abgeflogen. Also... Ich traue es jedem zu, aber Grello eher weniger. Nein, das war Tommy Wood von BNTOC! Oh mein Gott. Oh, bleibt ihr wo stehen da? Ich glaube, das war Chillig Hanks. Ich glaube, das war schwarzes Auto, was ich da Ich meine auch. Entweder Chillig Hanks oder Cupra. Nee, Cupra war erster. Cupra war direkt weg. Eben, ich glaube auch Chillig Hanks. Eher. Weil der hat auch Tobi noch rausgezogen dann. Also gedeiht ja, meine ich. Naja, aber für das Ding mit Tobi konnte er nichts, weil er einen Quersteher hatte. Sein Auto ist quer über den Curb gefahren. Auf jeden Fall, wo Tobi geistkrank von BN Dings da gedreht. Ja. So viel dazu. Oh, Spirit und der, hat eine DT. Ja, ja, der ist so schnell gewesen. Ja, das war's gehört. Tobi letzter, oh mein Gott, vorletzter. Das sind doch zwei Rennen. Ja, aber trotzdem. Ein Rennen weniger. Kriegst ja nur halbe Punktzahl. Ich versuche mich überall rauszuhalten, weil ich da vorne. Ja, deswegen habe ich Lukas noch ziehen lassen. Ich wollte mich da nicht einmischen. Also vor White waren, da war ich halt neben dir, Julian. Ich dachte, jetzt knallt mich gleich. Nee, ich eben, deswegen habe ich abgebremst. Ich glaube. Ich frage mich, warum Cooper so schnell ist auf einmal. Ich werde seine Reifen tun. Ich habe eine Runde auch gerade einfach nur langsam gemacht, damit ich die Reifen warm habe. Ja, die erste Runde war so vorsichtig, weil mit den blauen Reifen über Curbs fahren ist tödlich, glaube ich. Jetzt habe ich 75. Durchschnittlich würde ich sagen. Wo seht ihr denn immer irgendwelche Temperaturen? Hier, das will ich auch Tacho. Ich sehe das bei mir auf dem Tacho. Achso, ja, ich habe 73, okay. Jetzt. Das Board. Ja. Wenn schon auffangen wäre. Hast du gesehen, wie eng Chili Kanks die Kurve nimmt? Ja, Porsche halt. Aber es kostet Zeit eher, glaube ich. Ja, eben. Oh, da fliegt über den Kopf ab. Ui. Auf der Geraden 13. aufgeholt auf Chili Kanks. Oh Gott, oh nö, oh nee. Alter, war das knapp. Geh doch an, warum springt dieses Auto jetzt nicht an? Wow, oh, Achtung, Achtung, Glatteis. Oh, also, hier los, Steve, mir auch noch hinten und Maiko und alle rutschen mir hinten rein. Scheiße. Hä? Was ist denn hier los? Ja, hattest du kein Glatteis denn? Doch, ich hab abgebremst direkt. Ich hab die ganze Zeit Strecken-Dings im Blick direkt abgebremst, als auf grün gesprungen ist. Ich hatte es genau in der Kurve halt.
Ja, Alter, was ist passiert hier gerade? 290! Was passiert hier gerade? Ich bin 290 auf der Geraden gefahren. In der Mitte der Geraden. Glatteis gerade. Genau. Jetzt sind alle drin, wo ist meine Box? Aber rein, natürlich Hengst. Da zahlt sich das Regensetup aus. Fährst du wegen dem Regensetup? Ja klar. Ja, willkommen. Nee, fahr ich nicht. Hey, wo steht alle Lüge? Schon wieder! Er steht einfach. Ja, du musst vorsichtig jetzt fahren. Wo steht er? Bei mir steht einer vor den S's. Aber da kann ich nicht durchfahren durch den, keine Ahnung. Schaden. Okay. Wow! Das fühlt sich halt hier gerade ein bisschen wie zwar Multiclass an, wenn ja, ich ehrlich bin. Keine Chance. Ich überhol einen nach dem anderen. Ja, ich weiß. Aber wir können aber durch nicht durchfahren. Lukas, hier, wir müssen ja aufpassen, die lange links. Ja, ich muss überall aufpassen. Ich bin gerade rausgeflogen. Ja. Ich brauche einfach blaue Reifen. Meine Bremse ist rot. Das ist nicht gesund. Macht ihr mit den Bremsen denn? Mein Lenkrad steht auf 90 Grad. Stand meins auch eben. Das ist aber ganz schön heiß. Das ist krank, Lukas, ne? Deswegen fahr ich in die Box. Bis ich aus der Box wieder raus bin, ist es hoffentlich weg. Hätte ich auch machen sollen, ja. Das ist eine gute Idee. Alter, hier geht gar nichts mehr. Ich auch nicht mehr. Ja, du musst das Spiel neu starten, leider. Das ist der Bug, den wir gestern auch hatten. Spiel neu starten. Alles anderes bringt dir, das andere bleibt dir übrig. Aber ich verstehe nicht, warum man auf der Geraden so schnell. Wow. Ich rutsche immer noch wie blöde. Beim Rausbeschleunigen aus der Box. Geht das? Okay, das ging nämlich gestern zum Beispiel nicht. Ja, hier. Ja, das heißt Bereichsleiter, Mann. Bezirksleiter, Mann. Er ist vielleicht der Bezirksschornsteinmeister. Alter, ich muss eine volle Runde mit einem 90 Grad Lenkrad fahren. Sei froh, dass du nur fahren kannst. Ich habe immer noch keinen Grip. Ja, ich habe auch. Alle haben noch keinen Grip. Das ist gut. Nee, das ist nicht. Och Mann. Das ist jetzt so lang gut gegangen. Aber es fühlt sich wirklich so an, als ob man im Regen fährt, ne? Ja. Aber das schnelle Beschleunigen erklärt sich für mich nicht, finde ich. Weil ich bin wirklich in der ersten Runde, wo es passiert ist, 290 auf der Ende der Boxen, Anfang der Boxenausfahrt gefahren. Ey, das ist ja unfahrbar. Ich finde, es geht tatsächlich. Nee, geht tatsächlich. Du musst halt nur vorsichtig fahren, Lukas! Ja, ich stehe hier halt. Nein! Da hab ich blöd gedreht, sagen wir mal. Ich habe einen leichten Schaden vielleicht. Ich weiß auch nicht, warum der Porsche jetzt hier so drängeln muss. Der reimt mich doch gleich ab, weil er sich verbremst. Alter. Ich hab mich bis P5 vorgehumpelt oder so und dann krache ich ein. Eine Minute Schaden, geil. Ich hatte 1,30. Mann, ist gerade kaputt gegangen. Ich glaube, es geht wieder, oder? Boah, der Porsche fährt 2,60, 2,70. Nee, doch nicht. Da sind wir noch. Man merkt schon am Lenkradspiel, dass das Lenkrad irgendwie weich wird. Ja. Das fühlt sich wirklich. Das ist auf der Geraden auch wirklich wie Aquaplaning. Wenn du so 230 hast oder so, dann geht der Wagen einfach zur Seite weg. Ja, genau. Ey, ich hatte den Porsche mal ein bisschen aufgemacht. Ich muss 10 Minuten Schaden ab. Oha. Yo, ich hab aus der Box raus plötzlich 1000 PS. Alter Schwede. Viel Spaß beim in die Wand rauschen in der ersten Kurve. Ich habe jetzt erstmal eine Minute Pause. Hier stehen sie alle, ey. Ich hab meine Box nicht gesehen, weil da so viele Autos stehen.
Ich ja, das wohl. Pass auf, Grellos, das Rist abgefielt. Aber gerade das mit den Bremsen ist komisch, warum die Bremsen auch überhitzen. Alles komisch. Oh, stimmt, die sind ja auch voll heiß. Ach, der Spirit wieder. Oh ne, jetzt hat's mich. Jetzt entschärft es mich, glaube ich. Oh ne, doch nicht. Oh. Wow. Ja. Ich werde ja komplett im Drift, der Speed. Weiter geht's, sind wir nachher noch 10 Leute beim zweiten Sprint. Warum? Und die stellen alle ab und fahren nicht mit. Ja, das bringt ja auch nichts. Mich hat's voll weggefiedelt. Lenkrad rechts in die Wand und fertig war. Punkte sind Punkte, Jungs. Ja, aber wenn es nicht weitergeht, wenn das Lenkrad auf halb 8 steht, geht nichts mehr. Ja, ich, gut, ich kann zwischendurch kein Gas geben und nicht bremsen. Geht einfach nicht und dann kommt es wieder. Ja, so macht es ja keinen Sinn. Oh, jetzt habe ich einen grauen Bildschirm und sehe nichts mehr. Ja, oh, das kannst du ja wieder anmachen. Nee, das hatten wir gestern. Nee. Ah. Also, die Reifen-App habe ich noch. Ey, Lukas, verpiss dich. Ja, ich hab 10 Sekunden Schaden, ich bin gerade eingeschlagen. Ah, okay. Ja, ich bin auch gerade fast eingeschlagen. Da steht ein Kutscher in der Kurve. Ich kann nicht wegfahren, weil ich sehe nichts. Ich hab einen grauen Monitor. Also ich sehe nur noch die Reifen-App und ich fahre 2 km/h. In der Bergabkurve, Berghochkurve. Ja, in den langsamen Kurven geht's tatsächlich. Aber ja, wenn du gerade gehst, dann wird's halt schwammig. Ja, guck mal, jetzt plötzlich. Junge, jetzt 1000 PS, 1000 PS. Jetzt hab ich kein Gefühl mehr. Ich bin gerade schon wieder 230 gefahren, aber ich habe bei 200 gebremst. Wer ist eigentlich noch vor uns? Gar keiner. Nur, Ja klar, ich bin Vierter und du bist Dritter, ja, ne? Ja, aber die sind ungewöhnlich. Also die haben keine, die waren noch nicht in der Box. Jordi. Wir sind 1 und 2, Lukas, die waren noch nicht in der Box. Wie gesagt, guckt euch mal nach dem Rennen in die Gruppe. Also, die ja, ich weiß aber nicht, was wir machen sollen. Also, ich kann nichts mehr machen. Wir könnten es ja verschieben, ne? Nein, verschieben. Nächste Woche besser. Ja, klar. Entweder ich werde das Rennen jetzt, ich werde das Rennen so wie wir es gesagt haben, oder wir sagen komplett, das Rennen ist nichtig. Guck mal, am Ende ist es eine Testsaison, ne? Ja, eben. Wir können auch einfach so fahren. Ich finde, das ist jetzt für die unglücklich. Ja. Die halt nächste Saison Neustart, dann wird es hoffentlich behoben. Bis dahin ist es behoben. Wie gesagt, ich kann auch kaum fahren. Also Dan und ich, das ist hier gerade, das war wie Schmierseil gefahren, aber es geht. Schmieröl ist ich das. Ich bin wieder bei Tobi. Jo. Ey, du Drifter. Ich kann nichts machen. Da merkt man halt, Lukas, wer im Regen fahren kann, ne? Weiß ich nicht. Ich port mich in die Box. Ja. Das ist eigentlich kein Japaner, was du fährst, ne? Ja, doch. Manchmal schon. Also, Jungs, ich habe mich gerade in die Garage geportet, aber mein Auto steht immer noch auf der Strecke. Kann das sein? Ja, das ist verpackt. Bist du die 12? Ja, ne? Ja. Dann stehst du noch, ja. Das heißt, dann verlasse ich einmal den Server. Super. Nee, das auch nicht. Bringt auch nichts. Dann habt ihr Lex. Jetzt ist mir ein Reifen weggeflogen. Oh, jetzt bin ich in der Box. Ja. Alles, nee, jetzt hab ich in die Box geportet, ich bin weg. Hä? Alles gut. Lukas? Ja, also. Lukas ist einfach stehen geblieben, der ist einfach von. Ich häng fest. Gleich stehen geblieben. Ja, ich häng fest. Oh mein Gott, das ist. Und meine Lenkrad hat mir fast das Handgelenk gebrochen, weil es einfach komplett ausgeschlagen ist. Das brauchst du mal nicht werden. Nee, das brauchst du auch nicht werden, das bringt dir gar nichts. Kannst du nach dem Quali werden vielleicht. Ich mach mal den Server einfach aus, das alles merken. Das ist ja auch offline das Problem, oder? Nee, das glaube ich nicht. Nicht? Oh, Sandy hebt ab. Ja, weil ich den Server, geschlossen habe. Das sah aber geil aus, wie der gerade abgehoben ist. Mit den Hinterrädern zuerst. Konntest du nur das Auto gucken von hinten. Junge. Was ein Schiff. Ja, 30 Nachrichten, geil. Nach so einem geilen Rennen am Montag, so eine Kacke jetzt. So,
So schnell wird mein Porsche nie wieder. Hat aber auch nichts genutzt. Ey, 2,85. Ja, ich bin auch 2,90 gefahren. Ist doch kacke. Hat der Fülli geschrieben, ja. Ist doch kacke. Was? Ich hab geschrieben, kacke. Ist doch kacke, hast du geschrieben hier. Ja, wer ist denn, ja, wer aus den 296er gefahren? Stimmt, kacke, hab ich geschrieben, ja. B-Talk, der hat sich voll rausgehauen. Toxic, der hat sich voll gedreht, ich hab's gesehen, ja. Ja, wird definitiv, mir egal, ob das Rennen jetzt als gefahren gewertet wird oder nicht. Nein, wird's definitiv nicht. Wird ein Ticket geben. Wird trotzdem ein Ticket geben. Weil so eine Fahrweise kann ich im Startprozedere nicht nachvollziehen, wenn es um den WM-Kampf geht. Was soll das? Wenn du willst, ich kann ich dir auch aus meiner... durchlassen. Ja, Mann, natürlich hängt's doch genauso schicken. Vorher. Ja, der Rainy. Ist genauso rein. Der hat mich ja auch berührt. Der hat mich ja auch berührt. Das war durchdrücken ohne Ende. Das war kein Zweikampf, das war einfach nur durchdrücken. Ich drück den mal raus. Tobi, ich hab das komplett aus meiner Sicht direkt gesehen. Wenn du das brauchst. Mhm. Ich war direkt hinter euch. Fülli? Ja. Stream habe ich übrigens auf Pause, ne? Das hier, okay, das bitte? Ich hab auch die Wiederholung vom Start. Wenn jemand da was haben möchte, kann er gern Bescheid sagen. Kannst dann mache ich nachher ein Video ohne, ohne Stimmen da drin. Also wenn ich Lukas verstehe, war es das für heute. Wenn ich es richtig verstehe. Ja, das bringt gar nichts. Nee. Das macht keinen Sinn, wenn wir nach einer Viertelstunde nicht mal rennen. Wie gesagt, du hast einmal dieses Eis-Ding, dann hast du, sag ich mal, andauernd irgendwelche Leute, die mitten auf der Strecke stehen bleiben. Mir bricht mein Lenkrad fast das Handgelenk. Weil ich aber mitten in der Rechtskurve stehen bleibe und mein Lenkrad komplett rechts einschlägt, ohne dass ich gegenlenken kann. Ja, hatte ich auch den Tag, ja. Das ist zu gefährlich, wir gefährden die Gesundheit von irgendwelchen Leuten. Stell dir mal vor, ich fahre mit dem 300. Stell dir mal vor, hier haben irgendwelche Leute mit über 10 Newtonmeter, dann reißt das komplette Handgelenk weg. Frag mal Tobi nach meiner Startphase. Ich konnte auf einmal nicht mehr Gas geben, bremsen, lenken oder sonst irgendwas. Mann, ich starte erstmal den zweiten Gang. Ich dachte, ich fahre einen Traktor. Ich hab's gesehen. Tobi kommt vorbeigeschossen, Cobra kommt vorbeigeschossen. Hä, was denn jetzt? Ja, aber mal ganz ehrlich, also vor Kurve 1 war ich ja klar vorbei. Klar, Kurve 1 bin ich ein bisschen weitergegangen, ist halt meine natürliche Linie, da ist er reingezogen, aber er war ja trotzdem in Kurve 3 daneben, neben uns. Und hat sich dann den Weg frei zu drücken. Ja, ja, du er hat sich dann versucht, den Weg frei zu drücken. So, und dann kam Ben Toxic mit seinem Ferrari und hält da voll rein, Alter, wo schon zwei Fahrzeuge nebeneinander sind, an den kleinen Linksklick Richtung bergab links. Er hält da voll rein und anstatt er merkt, oh, ich berühre da schon, heck, nö. Ich fahr mal weiter, drauf auf den Pinsel. Hä? Dann werde ich den Stream jetzt beenden. So, wie sieht's aus? Wer hat Wreckfest installiert? Ja. Haben wir doch gerade gehabt. Jetzt mal ernsthaft. Ist mir ja, die Frage, nee, Tobi, ist, wie werten wir das? Wie werten wir das jetzt? Wo ist Patrick? Ich suche mal Patrick oder so. Wir werten einfach Wreckfest. Nein, ich bin da. Achso, weil das, ich bin nicht für Nachholen. Weil dann, ich sag mal, dann starten wir einfach zu spät. Wir holen gar nichts nach. Pass auf, wir holen gar nichts nach. Letztes Rennen einfach, das ist nicht passiert. So, das war mit dem Update war eh schon ein random Faktor so für viele Leute und so. Letztes Rennen, Kyalami ist nie passiert. Saison ist letzte Woche in Laguna Seca zu Ende gewesen. All good. Ich würde das komplett auch komplett streichen. Wir haben das Thema gerade schon mit Fülli. Ob wir schon ein Patch kriegen. Ich weiß nicht, ob wir noch ein Patch kriegen bis zum Multiclass. Sollte bis dahin kein Patch drauf sein, würde ich auch sagen, werden wir das abblasen. Wie gesagt, ich würde jetzt prinzipiell sagen, wir blasen es ab, weil durch Dens Rennsperre ist die Saison durch. GT3 ist entschieden, GT4 ist entschieden, Gesamtwertung ist entschieden. Glückwunsch, Lukas. Also ja, ich wollte es jetzt nicht so, aber ich sag mal, es bleibt nicht ganz übrig jetzt. Ja, es ist klüger. Mach Ende so, bis in 4 Wochen die nächste Saison losgeht, kommt definitiv ein Hotfix. Antrag. Hoffentlich. Was? Antrag. Wenn bis dahin dieses Freeze-Bug-Scheiße behoben ist, soll man dann anstatt Multiglas ein Event machen, Cup Porsche? Die Preseason-Rennen sind ja drinne. Als Event meine ich jetzt einfach nur Just for Fun. Ja, das ist ja auch das Verfahren, die Preseason-Rennen. Das ist ja das. Ja, das ist alles, was wir fordern. Um die Alpha- und Bravo-Wertung rauszukriegen. Psst.
Nix. Es wird in der Porsche Cup keine A und B geben. Nee. Das gibt's nur in der Mittwochserie. Multiklasse ist ja auch eine Serie.